Freunde, wir haben heute mal wieder was ganz, ganz, ganz Spezielles für euch, was ganz Tolles. Ich war selbst ganz überrascht, dass man sowas machen kann. Ihr habt es ja schon aus der Überschrift gelesen. Stempeln auf Fondant. Fondant. Und wir zeigen euch einfach mal, wie es geht. Und das sieht doch wirklich klasse aus. Bleibt dran. Um auf Fondant zu stempeln, braucht man natürlich Fondant. Wir haben uns einfach schon so eine fertige Rolle geholt. Das ist so ein Kreis dann praktisch hier unten. Und da kann man sich das ausstechen, was man haben möchte. Wir wollen es ja erstmal bestempeln. Wir brauchen dazu ein paar Stempel. Ich habe dann hier von der Firma New Stamps, guck mal, hier extra so ein Cupcake, eine Kaffeetasse, Käffchen, ein kleiner Cupcake. Man kann da eine Blume drauf stempeln und bunt machen. Man kann da, ja, vielen Dank, irgendwas, einen kleinen Spruch könnte man da auch noch drauf machen. Aber ich wollte eigentlich diese Cupcakes hier drauf machen, eventuell so eine Kaffeetasse drauf machen, ein Glücksklee oder ein Blümchen drauf machen. Sowas zeigen wir euch gleich mal. Und um auf Fondant stempeln zu können, soll man das erstmal vorher ausrollen. Aber wir brauchen ja auch noch die Farben. Die hätte ich jetzt fast vergessen. Also die von New Stamps haben sich da im Kopf gemacht, welche Farben man benutzen kann und haben da auch verschiedene Farben ausprobiert. Da habe ich so ein Video gesehen, dass die das irgendwo auf der Messe, glaube ich, mal erzählt haben, dass sie verschiedene Farben ausprobiert haben. Ich habe ja Farbpasten von Wilton, aber die sollen halt nicht so gut funktionieren. Und deswegen habe ich jetzt hier mal die von... Die müssen doch essbar sein, oder nicht? Lebensmittelfarben. Hm? Farbpasten, Lebensmittelfarben, ja, habe ich jetzt nicht gesagt, genau. Lebensmittelfarben. Die sind jetzt hier von Sugar Flair. Verschiedene Farbtöne, um das mal auszuprobieren. Sind halt auch, wie gesagt, Farbpasten und keine flüssigen Farben. Mit einer Paste lässt sich besser arbeiten, weil die halt dickflüssiger ist, also pastös ist. Dann braucht man zum Ausmalen einen Wassertankpinsel, den man natürlich jetzt nicht mit Wasser füllt, sondern mit Wodka. Wir haben heute einen tollen Tag. Wir machen heute Wodka-Malerei. Jetzt jeden Wodka oder Klaren oder irgendwas nehme. Ich habe jetzt an der Kasse stand jetzt hier so eine Flasche Wodka, die habe ich dann genommen. Das kommt jetzt hier in den Wassertankpinsel rein und ihr braucht einen kleinen Spachtel, um die Farben auf einem Brettchen zu verteilen. Das geht nämlich schlecht, jetzt da irgendwie Farbe drauf zu kriegen. Ich zeige euch das einfach mal, wie das funktioniert. Also wie gesagt, ich hatte ja diese Fondant-Decke mir gekauft. Das ist so ein rundes Teil. Das habe ich jetzt schon mal ausgerollt und dann soll man das ruhig so 2-3 Stunden schon mal trocknen lassen, damit hier oben die Fläche, wo man stempeln möchte, damit man die auch anfassen kann, damit die trocken ist. Mhm. Sonst ist da nämlich, ja, das ist wie Marzipan, das ist dann auch so feucht und so. Klebt. Dann klebt das und dann klebt auch der Stempel da dran. Also ruhig trocknen lassen. So, und jetzt kann man sich in der Größe von den Cupcakes, ich habe mir schon welche gebacken, kann man sich Kreise ausstechen. Wenn ihr Ausstecher habt, nehmt ihr Ausstecher. Gibt ja auch solche Blümchen, Kreisausstecher. Habe ich natürlich wieder alle nicht. Ich habe Blümchen selber, aber keine Kreise Blümchen. Dann sticht man sich die aus. Es reicht doch so ein Glas. Du musst ja nur nicht alles haben. Wir haben jetzt 12 Stück, ja. Vor, bisschen vorarbeiten, dass man ungefähr weiß, wo man hinstempeln kann oder soll. Weißt du denn überhaupt, wie viele du brauchst? Haben wir eben gesagt 12 oder? Da 12. War die Kamera aber so, aus. 12. Ich habe bloß eben so ein Blech gemacht mit Cupcakes, 12 Stück. So, dann haben wir 12 Stück. Und was machst du mit dem Rest? Ja, könnte man sich theoretisch fertig machen und in eine Dose packen. Dann kann man das nur aufheben oder was? Ja, dann ist es zwar trocken und fest nachher, aber wenn man es auf den Kuchen macht, machst du ja meist eine Ganache drunter oder eine Buttercreme oder so wie wir dann nachher Nougatcreme, dann wird es auch wieder weich. Mhm. Aber jetzt ein bisschen mehr wie 12. Ja, hast du eben gesagt, können wir dann aufheben. Ach, ich bin jetzt wieder schuld, oder? Schuld, ja. Kann man sich in eine Dose machen und aufheben. Der war dann nur vermehnt. Ja. Du springst immer an wie. Naja. Wenn du schon so was erzählst. Manchmal glaube ich dir und nehme das für bare Münze. Ich muss mir das wirklich abgewöhnen. Echt. Den Rest kannst du schmeißen, jetzt weg war. Kann man zusammenkneten und auch was anderes mitmachen, aber wollen wir das? Wir sind ja, nicht. Wollen wir. Das kneten wir zusammen und machen es auch in der Dose und dann können wir es nochmal verwenden. Die Verschwenderin in unserer Familie bist du. Tüte. Na siehst du. Und jetzt haben wir hier die Lebensmittelfarbe, wie gesagt, so eine pastöse Lebensmittelfarbe.
naja, dickflüssig, sagen wir es so. Das streichen wir uns jetzt auf ein Brettchen oder auf eine Platte aus Plastik, diese Verpackung. Das darf nicht saugen. Das darf nicht saugen, also nicht auf ein Holzbrettchen streichen. Und dann wird das ganz dünn hier aufgetragen, so groß wie der Stempel ist. Mal gucken, zu viel braucht man da auch nicht. Dann kommt der Stempel da rein. Passt das überhaupt drin? Ja. So, der sollte natürlich sauber sein. Die sind jetzt hier nagelneu. Ein sauberer Stempel, abgewaschen oder eben neu. Gucken, dass man da noch Farbe drin hat. Überall schwarz. So, und jetzt kommt der Schock. Der Schock. Jetzt kommt die Stunde. Na, weiter runter konntest du nicht gehen. Nee, nee, jetzt habe ich hier. Du hattest das doch schon, naja. Zeig erstmal, wie die geht. Man braucht nicht dolle drücken, heißt das. Und hat dann nicht. Ey, ist das genial? Ist das nicht cool? Jetzt mache ich erstmal ein paar solche Cupcakes. Ey, wir haben nur 12. Nee, ich habe auch bloß 5 Stempel. Ach so. 5 verschiedene. Ja, und dafür ist es jetzt gut, wenn der Fondant schon mal getrocknet ist. Die finde ich ja zu süß, die mag ich ein paar mehr. Wenn das nicht edel ist. Nicht draufdrücken, dolle, sondern theoretisch drauflegen. Einfach nur abstempeln. Genau, drauflegen und nicht dolle drücken. Die sind süß, die machen wir noch. Ja, wir wollen aber jetzt, ja, wir wollen die, jetzt anderen die anderen sehen. Ich mach die anderen jetzt. Mach ja, die meine Güte. So, wenn die Farbe dann trocken ist, dann könnt ihr anfangen mit Ausmalen. Ich habe jetzt hier die Blüten. Dann macht ihr euch ein bisschen von der Paste auf den Teller oder auf den Brettchen. Ich habe jetzt hier auch wieder diese Glasbrettchen. Bisschen Farbe rausmachen. Da drauf. Dann habe ich mir in meinen Wassertankpinsel ein bisschen was von dem Wodka reingefüllt. Na, nicht so hoch. Mit einer Pipette. So ist besser. Reingemacht. Und dann nimmt man sich immer ein bisschen von der Farbe. Also wenn man hier drauf drückt, dann kommt da Wodka raus. Sieht man das? Kann man das sehen, dass da was rauskommt? Damit kann man dann die Farbe ein bisschen flüssiger machen. Drückt man nochmal drauf. Naja, jetzt siehst du nicht mehr, dass da kommt. Also damit macht man dann die Farbe ein bisschen flüssiger. Man muss nur drücken, wenn man was raus haben will. Wenn man nicht drückt, kommt auch kein Wodka mehr. Und dann geht man mit der Farbe neben dem Schwarz, was man jetzt gestempelt hat. Über das Schwarz soll man ja nicht so drüber gehen oder darf man gar nicht so drüber gehen, weil man dann das Schwarz ja auch wieder auflöst. Also ein bisschen daneben, dazwischen und das alles schön farbig ausmalen. Das ist cool. Und dann hat man bunte Blüten oder was man drauf gestempelt hat. Das ist eine tolle Sache. Was das alles gibt. Ja, jetzt mache ich erstmal hier die Blume schnell. Also wenn man mal einmal kurz auf das Schwarz draufkommt, ist das auch nicht schlimm. Ihr dürft dann nur nicht hin und her wackeln mit dem Pinsel. Und dann nur kurz eben mal drauf oder knapp dran. Und dann habt ihr eine bunte Blüte. Geht auch ganz schnell. Also. Das ist mal keine Kunst, das. Sag ich doch. Also. Und dann hat man, wenn man ganz einfache Cupcakes gemacht hat, hast du wunderschöne Dinger nachher. Schöne, bunte, einmalige Teile, die sonst kein anderer hat. Ihr könntet sogar zweifarbig machen, so eine Blüte. Das habe ich jetzt auch schon mal ausprobiert hier. Erst mit einer Farbe reingehen und dann mit der anderen eben. Das ist genau wie beim Stempel ausmalen. Ist eigentlich nichts anderes. Na, Stempel auf Papier ausmalt, meine ich. Bloß, dass man jetzt hier mit Lebensmittelfarben malt und mit dem Wassertankpinsel voll mit Alkohol statt mit Wasser. Aber ansonsten ist es das Gleiche. Macht richtig was her. Macht richtig was her, hm? Wenn du da Gäste bekommst, die kriegen Auge. Da brauchst du bloß ganz einfache Cupcakes backen, legst die Dinger drauf und sieht cool aus. Ne, das zeigen wir ja noch. Ja, das ist schön. Wenn man den Pinsel jetzt wieder sauber haben will, weil man jetzt in eine andere Farbe möchte, drückt man hier hinten ein bisschen auf dem Wassertankpinsel, auf dem hinteren Teil hier so drauf. Dann kommt wieder vorne der Wodka raus, riecht jetzt hier alles ein bisschen nach Wodka. Macht den Pinsel sauber, wie mit Wasser sonst halt, wenn man schon mal mit Wassertankpinseln gearbeitet hat und hat die Spitze wieder sauber und kann jetzt die nächste Blüte, macht man wieder ein bisschen Wodka rausdrücken, nimmt jetzt hier rot auf zum Beispiel und dann kann man eine rote Blüte machen. Wahnsinn. Das müsste ich eigentlich sagen.
Wahnsinn. Mhm. Das ist schon cool. Und wenn man die Farbe mehr verdünnt, ist es genau wie bei Aquarellmalen oder sowas, dann wird die Farbe halt heller. Und wenn man die dicker lässt, dann ist er halt dunkler. Eigentlich ist es genau wie mit Wassermalen. Mit Wasserfarben. So, hier nehmen wir jetzt mal wieder ein bisschen Grün für die Kleeblätter. Auch wenn die Farbe ein bisschen dicker ist, die wird ja mit der Zeit immer mal fester. Das ist nun mal bei Textilfarben, bei wie heißt das jetzt? Lebensmittelfarben. Das ist nun mal genau wie bei anderen Farben auch, dass die mit im Laufe der Zeit auch mal dicker werden oder so. Wenn man sie schon eine Weile stehen hat. Und der Wodka, der löst das alles wieder auf. Und dann kann man die grünen Kleeblätter jetzt hier mal machen. Na hier, je mehr Farbe man dran hat, desto dunkler wird es dann eben. Dann hat man ganz dunkelgrün. Wenn man jetzt hier wieder ein bisschen drückt bei dem Pinsel, dann wird die Farbe wieder heller, weil mehr Wodka reinkommt. Wenn man jetzt einmal auf das Schwarz so ein bisschen draufkommt, ist das auch nicht tragisch. Also das verschmiert nicht gleich. Das muss bloß richtig getrocknet sein vorher. Und dann hat man die Kleeblätter ausgemalt. Man kann die natürlich auch bunt ausmalen. Also in welcher Farbe ihr das ausmalt, das könnt ihr ja selber aussuchen. Ob ihr jetzt nur grün nehmt oder alles mal bunt macht oder... Das ist euch überlassen. Das macht Spaß, das ist genau wie malen halt. Das wir nur mal ausprobiert haben, das ist so witzig auch von Dant. Freust dich, ja? Ja. Man hat so eben deine innere Stimme gehört. Das hast du dich aus Lachen rausgehört, ja, das ja. Von innen heraus Lachen gehört. Ja. Das ist mal was ganz anderes. Habe ich noch nie irgendwo gesehen, bis auf da bei Newsstems. Ja, sonst hättest du das ja auch schon längst gezeigt. Ja, denke ich mal. Man kann auch die Ränder hier noch verzieren. Das habe ich auch schon ausprobiert. Kann man einfach hier noch, dann wird noch ein bisschen mehr Farbe. Hätte man jetzt auch in einer anderen Farbe machen können. Kann man aber auch heute grün machen. Dass man noch ein bisschen mehr Farbe reinbringt in die ganze Sache. Ab und zu mal wieder Wodka draufdrücken. Das ist das Wichtigste. Ja, dass man die Farbe immer auflöst. Bring den Geschmack mal her. Der Wodka verdunstet. Sieht doch. Deswegen nimmt man ja Wodka, weil der dann geschmackslos ist. Genau. Und weil die Farben dann schnell trocknen auch. Und der Wodka verdunstet hier. Da kann man genauso sich jetzt hinmalen wie auf Karten. Ja. Das ist cool. So. Dass man nicht cool ist. Mhm. Naja, du rutschst naja, jetzt immer von einer Stelle zur anderen, so schnell bin ich nicht mit der Kamera. Nee, ich wollte zum Trocknen legen. Du weißt, dass wir auf dem Stativ stehen. Ja, ich kann nicht so warten, ich wollte das nächste schon wieder malen. Hier habe ich dann mal so einen Cupcake angefangen. Da hat man ja so einen Stempel. Da kann man sich dann auch aussuchen, welche Farbe man wohin macht. Hat mir gedacht, eine rote Kirsche, hellblau, Icing, Topping. Buttercreme, wie man es nennen will. Dann hier die Verpackung von dem Cupcake. Da kann man sich auch die Farbe aussuchen, wie man gerne haben möchte. Den Teig hier, den habe ich so in diesem Gelb-Orange gemacht. Das sieht man. Sieht man ja, sieht cool aus, oder? Ja. Jetzt bist du auf den Geschmack gekommen mit dem Rand, ja? Ja, jetzt ist ja noch ein bisschen farbenfreudiger. Das werden dann richtig schöne bunte Cupcakes. Dann sind die nicht nur lecker, sondern auch schön. Wunderschön. Jedenfalls warst du ein einfaches Kind bestimmt. Jo. Mit einfachen Sachen zu begeistern. Mit kleinen, einfachen Sachen, ja. Die geht immer noch. Ja. Muss nicht teures sein. Nur schön. Nur schön muss es sein, genau. So, zack, zack, ist mal fertig. Ja, das man nichts hermacht, ey. Echt, oder? Ja. Bisschen Farbe drauf und schon sieht das toll aus. Ja. Hier haben wir jetzt noch eine Kaffeetasse. Mit einem grünen Löffel. Das ist ein blauer Löffel, aber ist egal. Machen wir eine rote Tasse. Und braun kriegt man mit Gelb und Grün gemischt. Genau. Das ist ja orange, oder? Nee, rot. Ah ja, das ist kein Gelb. Das ist rot und Grün ergibt
braun. Dann machen wir rot und grün. Achso, kann und ich. Und wenn du schwarz dazu machst, die dunkelbraun. Kann ich ja hier mischen. Kann man ja alles auf seinem Brettchen mischen. Genau. Und wenn du rot und grün zusammenschmeißt, hast du ein schönes Braun. Guck mal, hier, Tatsache, guck dir das an. Und wenn du jetzt noch einen Tuck schwarz hast, also wenn dir zu hell ist und einen Tuck schwarz dazu machst, dann ist es dunkelbraun. Da hat sich die Farbenlehre nicht aufgepasst. Nee. Da muss ich jedes Mal ausprobieren. Und wenn du blau und gelb zusammenmischst, dann bekommst du ein schönes Grün. Das ist so schön und braun, habe ich da noch eine Tasse? Ja, dann mache ich noch braun. So, dann kann man sich die Tassenfarbe kann man sich jetzt wieder aussuchen. Machen wir jetzt hier einfach mal in den Orange. Wenn das nicht was hermacht, was? So einfach und so toll. So effektvoll. So einfach wie schön. Ja. So, hier seht ihr dann jetzt meine fertig bemalten Fondantplatten. Meine Aufleger. Und ich will euch ja mal zeigen, wenn man zu früh drauf fasst, also wenn man nicht genau wartet, bis das Schwarz vom Stempeln fertig ist, habt dann drauf gefasst, wolltet schon mal auseinanderschneiden, dann verschmiert man das. Ist dann natürlich doof. Du hast dann noch die Möglichkeit, du kannst das ganze Teil umdrehen und auf der anderen Seite neu machen. Das kann man machen. Aber so lange warten wir jetzt nicht. Wir haben unsere Teile fertig und jetzt legen wir die einfach mal auf Muffins, also Cupcakes drauf. So, wir haben dann hier unsere Cupcakes. Da mache ich jetzt eine kleine Schicht Nutella drauf. Ihr könnt da jede Schicht drauf machen, die ihr wollt. Marmelade. Man kann da Marmelade, Buttercreme oder Ganache drauf machen oder was auch immer. Ich mache mir jetzt erstmal hier überall eine Schicht drauf. Wofür ist das jetzt? Damit es drauf klebt, der von da. Kleber. Stimmt's? Sonst, wenn du bloß drauf legst, fällt es hier runter. Legt man die Teile da drauf, müsst ihr natürlich auch erstmal richtig trocknen lassen, sonst muss man das ganz vorsichtig hier abheben. Und dann setzt man das einfach bloß auf den Muffin oder Cupcake hier drauf. So. Und dann ist das fertig und dann verbindet sich das, klebt dann da drauf und dann... Wenn das nicht cool ist. Das ist cool, oder? Ich finde es auch cool. Wahnsinn. So, und wenn ihr dann solche Teile noch über habt, wie gesagt, wir hatten ja da jetzt ein paar mehr, die sind ja alle auf solcher Folie drauf, dann könnt ihr die richtig durchtrocknen lassen jetzt, am besten wirklich einen Tag jetzt noch liegen lassen, mindestens, damit die Farbe richtig getrocknet ist. Dann könnt ihr das nächste drauf stapeln mit der Folie drunter, könnt es in eine Dose reinmachen, übereinander stapeln und dann habt ihr fürs nächste Mal... Schon welche auf Vorrat. Anfertigen solltet ihr die Teile sowieso 1 bis 2 Tage vor, also vor dem Backen eurer Cupcakes, bevor ihr die Cupcakes also haben wollt, eure Muffins. Dann sind die Teile schon fertig, dann backt ihr eure Muffins und dann könnt ihr die draufschichten. Und das macht doch wohl was her, oder? Also das sieht absolut spitze. Absolut edel aus. Also ich hätte es nie gedacht, dass man das so einfach hinbekommt. Und ihr könnt mir glauben, ich habe es heute das erste Mal gemacht. Und wenn ich das beim ersten Mal hinkriege, schafft ihr das auch. Und ihr habt ja ein paar mehr als nur 12 Teile. Wenn er da ein bisschen mehr stempelt, kann man sich ja erstmal ein bisschen ausprobieren. Ihr braucht die richtigen Farben, die richtigen Stempel. Die Stempel richtig heißt, diese Stempel, die sind etwas tiefer gelasert als andere Stempel. Deswegen kann man damit super gute Stempelmotive, also Stempelabdrücke erzeugen, auch auf diesen Fondant-Teilchen hier. Ich kann es euch nur ans Herz legen, probiert es aus. Ich verlinke euch, wo ihr alles bekommen könnt. Die Stempel und diese Farbe könnt ihr alles komplett in einem Shop bekommen, bei New Stamps natürlich. Und die Cupcakes, die sind jetzt was für uns. Ich bin begeistert. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich bin hin und weg. Also so eine schöne Cupcakes hatten wir noch nie. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig. Schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird. Und das wie immer ganz, ganz einfach und so klasse. Wahnsinn. Wenn das mal nichts ist. Echt? Traut man sich auch nicht zu essen? Nee.